Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki on the road. Musst du kacken oder was? Stimmt irgendwann mal. Hier ist Sascha Barry White und Bujan von Schoki Banoki. Genau, wir haben euch wieder was Schönes mitgebracht. Und zwar haben wir eine hervorragende Frage für Sascha. Ihr dürft natürlich mitraten. Und die lautet, warum händigt der Schiedsrichter den Linienrichtern ihre Fahnen vor dem Angriff persönlich zu? Vor dem Angriff? Vor dem Anpfiff, sorry. Der Sport wird immer aggressiver. Ja. Also die haben die Linienrichter haben die Fahnen gar nicht. Bei Fußball sind wir jetzt. Genau. Der Schiedsrichter bringt die Fahnen immer mit und händigt sie den Linienrichtern aus. Okay. Und nach dem Spiel sagt er, hey, das sind meine, gib her. Und nimmt sie wieder mit. Also sie bringen nicht ihre eigenen mit. Du willst wissen, warum? Genau. Okay. Sind wir im Tierreich? Bei dir bin ich mir manchmal nicht so sicher. Frag mal dann mal so. Oder sind wir in der Medizin? Nee. Also warum? Ach du Scheiße. Warum sollte er das machen? Die Fahnen haben bestimmte Farben. Und die müssen abgestimmt sein auf das Trikot des Schiedsrichters. Du bist doch Fußballer gewesen. So wenigstens ein, zwei Wochen lang. Oder? Du hast doch so das ein oder andere Mal voll was an den Kopf gedengelt bekommen, weil du als Torwart eine Pfeife bist. Ja. Und zwar jahrzehntelang. Ja. Du musst doch wissen, dass es mit der Trikotfarbe nichts zu tun hat. Ich habe nicht sehr lange in den Klassen gespielt, dass da Linienrichter waren. Meistens waren keine Linienrichter dabei. Meistens gab es auch keine Schiedsrichter und keine Gegner. Schiedsrichter waren Mitspieler gab es auch nicht. Es gab einfach nur den kleinen einfach Sascha mit dem Ball. Sascha und der Ball. Ja. So. Und irgendwann hat er gesagt, komm, geh zurück in den Käfig. Genau. Ja. Also warum händigt der Schiedsrichter den Linienrichtern die Fahne vor dem Spiel eigenhändig aus und lässt sie nicht von den Linienrichtern mitbringen? Genau, das ist die Frage. Boah. Also, die Linienrichter könnten ja ihre eigenen Fahnen mitbringen, aber die Fahnen. Hat das was mit der Farbe zu tun, nochmal ganz zurück? Es hat was mit der Funktion einer Fahne zu tun. Die Funktion einer Fahne, die soll wedeln und soll... Haben die noch... Ist da irgendein Übertragungsgerät noch dran? Ah. Ja, es geht in die Richtung. Ah, die haben ein Headset. Nein. Wusste ich, dass die das nicht haben. Also vielleicht haben sie es, aber darum geht es jetzt nicht. Ja. Da ist... In der Fahne... Ah, in der Fahne ist ein Knopf. Hör mal zu. Ja, tu ich. Hör mal zu. Warten Sie mal schnell. In der Fahne ist ein Knöpfchen, womit der Linienrichter dem Schiedsrichter signalisiert, Achtung, ich habe was gesehen. Achtung, da ist irgendeine Unzulässigkeit gewesen auf dem Sportplatz. Da muss er nicht rüberrufen und sagen, hey Schiri, ich habe was gesehen, da war ein Foul. Ja? Sondern er drückt nur aufs Knöpfchen. Und dann kriegt der Schiedsrichter ein Signal und in dem Moment, wo der Signal kriegt, weiß er, okay, guck mal, Linienrichter will was. Also los, Kollege, komm, sag mal, komm, raus mit der Sprache. Lass ich gelten. Alter. Und zwar ist das folgendermaßen. Diese Fahnen gehören dem Schiedsrichter, denn sie sind sehr teuer, weil sie mit einem Funksystem ausgerüstet genau. sind. Der Schiedsrichter bekommt einen kleinen Stromschlag, wenn der Linienrichter ihm etwas mitteilen will, den Schiedsrichter aber nicht von vorne sehen kann. Also wirklich so ein genau. so in der Fahne irgendwie ein Knopf. Ja. Und dann wedelst du und du siehst, der Schiri hat es nicht gesehen. Dann machst du Psst. Und dann siehst du den Schiri kurz so hochspringen, so Juhu! Und wenn du den. Ja, genau. Ja, wie Goofy oder was? Genau. Ja. Genau. Und wenn der Schiedsrichter den Schiedsrichter nicht leiden kann, dann dreht er nochmal hoch. Und dann macht er alles. Bzz, 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 bzz. Und weil dieses Funksystem eben immer auch abhängig davon ist, Sender-Empfänger, bringt es der Schiri mit und ja. das ist teuer und deshalb händigt er das immer persönlich genau. aus und sammelt es dann auch wieder persönlich ein. Alter Verwalter, also wenn man diese Frage löst, dann muss man ja so richtig clever sein. Oder man hat einfach in die Scheiße gegriffen. Ja. Genau. Das war's. Schoki Banoki on the road heute mit des Wahnsinns fette Bräute. Also es war ja hier aus dem Programm des Wahnsinns fette Bräute, ist ja egal. Kennt ihr ja sicher. Und Pujan heute da gewesen und ist doch scheißegal. Tschüss, cheerio. Ist doch egal. Ist doch egal.